Hallo Minecraft-Freunde, ihr seht, ich bin schon wieder auf meiner Tüftel-Map. Ja, ich will schon wieder etwas tüfteln. Und zwar hatte ich ja bei meinem letzten Video von der Dose gesagt, dass ich da irgendwie noch einen Lift nach unten haben will. Aber ein Wasserlift erscheint mir zu einfach. Und deshalb habe ich überlegt, ich tüftel da mal was Neues aus. Ja, gehen wir einfach mal hier so hin. Und zwar habe ich mir vorgestellt, wenn man dann... Moment, ich will ja erstmal so ein paar Pistons hochsetzen. So, machen wir es so in der Höhe. Habe ich mir vorgestellt, wenn dann die Pistons hier ausgefahren sind mit den Blöcken, dass wenn man dann oben steht, dass man dann den Knopf drückt und die fahren dann ein. Das heißt, hier wäre dann zum Beispiel jetzt die Wand. So, hier machen wir auch. Hier wäre dann die Wand. Dann wäre hier, ah, den hätten wir noch da lassen können. Dann der Fußboden. So. So, und das hier wäre ja standardmäßig zu. Das heißt, man stellt sich hier zwischen und das fährt dann nach und nach ein. Also so viel zur Theorie. Müsste man jetzt nur noch in die Praxis umsetzen. Das heißt... nein. Doch. Und zwar überlege ich gerade, wenn ich jetzt hier den ansteuere, dann dürfte ja eigentlich nur diese eine Piste aufgehen. Moment, machen wir wieder Tag. Das heißt, nur diese eine Piste. Genau, das ist der Gedanke. Und dann müsste ich theoretisch von oben nach unten, weil das soll ja von oben nach unten dann aufgehen. Zum Hochfahren habe ich ja den anderen Lift. Das heißt, da machen wir so. Aber wenn ich den direkt ansteuere, passiert nämlich Folgendes, das weiß ich. Nämlich, dass dann zwei Pistons aus und die beiden dann auch gleichzeitig eingefahren werden. Und das möchte ich gern vermeiden. Daher lege ich es nur daneben und steuere es nicht direkt drauf. Also müsste ich dann hier abwechselnd machen, weil wenn ich hier, kann ich ja keine Leitung mehr legen. Also rechts und links. Das machen wir. Ja, machen wir es mal bis unten hin hier. Auf jeder Seite dann. So. 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 Da auch. Dann müssen wir da überall noch Redstone drauf. Ich lege erstmal Klecks hin. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Repeater setzen will oder... Müssen wir erstmal gucken, wie wir das machen, ob ich die... Ne, ich glaube, direkt da dran kann ich die Repeater gar nicht setzen. Das heißt, ich müsste jetzt quasi hier runter. Das heißt, machen wir, doch, den können wir rausziehen. Dann machen wir das voll, vorsichtshalber. Dann müsste der eigentlich zu dem jetzt. Das heißt, hier... Müsste ich dann nach unten und an den Rand. Das heißt, setzen wir hier den Repeater. So, dann zack, zack. Dann müsste jetzt der hier dahin. Ja, dann müssen wir schon wieder ein bisschen raus. Ich hoffe, ich muss nicht zu weit nach hinten raus, weil das wäre dann nicht so gut, weil so riesig will ich das jetzt nicht bauen. Das heißt, das hier setzen wir mal eins höher. Dann habe ich hier drunter vielleicht noch ein bisschen Platz für das andere. Muss ich gucken, wie ich das dann setze. Also, hier. Also ich glaube, diesmal wird es keine Tüftelei, die auf Anhieb klappt. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe jetzt gerade keinen Plan, wie ich das so eng wie möglich nach unten bringe und dann mit Verzögerung. Das heißt, theoretisch, warte mal. Ja, ich könnte doch da den anbringen, ich denn hier den Repeater hinterher. Kriegt der ja da den Saft nicht von dem Repeater mit und hier geht der an den nächst unteren. Das heißt, ich könnte den einfach dazwischen klatschen. Machen wir das doch mal. Müssen wir dann auch noch verzögern. So. Ich will auf jeden Fall, dass man dann sanft nach unten kommt und nicht so direkt nach unten geprügelt wird.
Na, so wollte ich das nicht. So müsste. Ja, ich glaube, so kommen wir nach unten. Und dann müsste ich unten das Ganze noch aktivieren. Machen wir das dann erstmal mit einem Hebel. Ich will das später mit einem Knopf dann machen. Und dann soll das mit dem anderen Lift noch gekoppelt werden. Das heißt, dass der dann, wenn man mit dem anderen Lift hochfährt, dass der dann automatisch wieder nach vorne fährt. Soweit zumindest zur Theorie. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, müssen wir mit dem wieder ein Stück raus. Ich denke mal, ja, dann können wir einen raus und einen rein. Dann kommen wir auch nicht gar so weit raus insgesamt jetzt. Weil dann würde ich nämlich hier den nächsten wieder reinsetzen. Ja, wäre doch perfekt. Wäre doch perfekt, perfekt, perfekt. Machen wir da direkt schon mal einen hin. Dann muss ich da einen hin. So. Den nehmen wir hier raus. Der geht ja in die Richtung, das heißt, den nimmt er gar nicht an. Gut, das sollte eigentlich. Nein, kein Repeater. So. So, da hatte ich ja schon einen Repeater gemacht. Dann müsste ich hier. Zack, zack, zack. Hey, das geht ja richtig. Ich hoffe nur, das funktioniert auch, wie ich mir das vorstelle. Dann hier. Hier, hier. Dann. Von da müssten wir dann. Genau, da muss ich da hin. Oh. Jetzt habe ich irgendwo. Ja gut, das ist ja egal. Wir setzen mal hier den Repeater zwischen. Dann kann er das von dem Block hier dann abnehmen. Das heißt, dann hat der den Strom. Zack. Und dann kann ich hier. Ja, hier kann ich eigentlich ganz einfach runterleiten. Und fertig ist die Irgendjemand will Kiste. da auch seinen Senf dazugeben. Oh, da will jemand was im Teamspeak. Kleinen Moment. Oh, der sagt zumindest nichts. Also wird er bei der Aufnahme jetzt nicht stören. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Gut, dann müssten wir das ganze System mal starten und schauen, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, nee, dann würde das ja. Das müssten wir, wenn dann schon, irgendwie so setzen. Machen wir das mal hier. Da den Hebel hin. So, dann müsste das Ganze ausgefahren werden. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Moment, Moment, Moment. Wo hat der hier? Da ist er nicht weitergeleitet. Das heißt, wir müssen hier noch eine Verbindung setzen mit der Verzögerung. Dann hier. Oh, jetzt sind sie ausgefahren, aber das hörte sich gerade nicht so an, als wenn sie einzeln ausgefahren wären. Aber einfahren tun sie einzeln. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Ja gut, wie sie ausfahren, das ist ja völlig egal. Aber ich denke mal, damit hätten wir unser Ziel erreicht. Und haben einen Lift sozusagen sanft nach unten. Da könnte man ja hier noch so ein paar Blöcke setzen. Dann passiert auch nichts, dass man da irgendwie daneben fällt. Dann machen wir hier noch so ein was davor. Das heißt, da könnte man eigentlich auch Glas machen. Das sieht doch viel schöner dann aus. Nehmen wir, ja, wir nehmen hier diese Scheiben. So, machen wir sie nach oben. Zack, hier auf der Seite auch. Und dann setzen wir die, ja, eigentlich kann man bis unten hingehen. Und setzen nur in der Mitte dann davor. So. Genau. So. Ja. Das ist doch in Ordnung. Ich meine, das Material, da kann man ja immer noch gucken, welches man verwenden will. Man muss ja nicht zwangsläufig Brickstone nehmen. Ich nehme das nur immer für meine Tüfteleien oder Tutorials, wie auch immer. So. Also theoretisch ist der Lift jetzt so fertig. Ich müsste ja dann nur noch da etwas dran bauen jetzt, dass ich das über einen Knopf steuern kann und dass das Ganze dann. Ja, da müssten wir hier. Das heißt, machen wir das mal. Machen wir das mal. Weil wenn ich das jetzt so einfach ansteuere,
Das heißt, Moment, so kann das nichts werden. Machen wir das so. Hier blocken wir das und setzen da das hin. Dann könnten wir hier. Nein, das funktioniert so nicht. So hatte ich das geplant. Und zwar ist es dann standardmäßig ausgefahren. Ich weiß nur nicht. Ich werde wahrscheinlich da irgendwo reinpacken. Jo, genau das passiert. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Das heißt, das müsste ein bisschen verzögert werden. Da müssen wir mal gucken. Und zwar machen wir das mal so. Setzen wir hier noch was dran. Sozusagen eine Verlängerung des Ganzen. So, dann hier den so. Der hält den dann länger, den Strom. Und der gibt den Strom dann auch direkt. So, probieren wir es auf jeden Fall mal. Dann brauchen wir vielleicht gar nicht mit dem anderen Lift zu koppeln, sondern geht der direkt von alleine wieder nach vorne. Das heißt, hier müssen wir mal blocken, sonst kriegt nämlich da schon gleich den Strom. Das wollte ich nicht. Und Kreislauf haben wir dann auch. So, dann müsste ich da mal austauschen. Machen wir das Ganze so. So, die sind jetzt alle ausgefahren. Jetzt setzen wir uns da mal rein und drücken den Knopf. Nö, 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 das haut nicht hin. Nö. Nein, der war nicht gut. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen dran feilen. So, machen wir das mal so. Und zwar muss das genau umgekehrt. Das heißt, ich will das ja lange, dass das lange aus ist, die Fackel. Das heißt, die Fackel, die muss danach erst kommen. So, genau, die Fackel muss danach erst kommen. Da war mein Fehler. Das heißt, machen wir das Ganze mal so. Dann hier, Moment, wir machen nochmal Tag, dass wir das Ganze auch sehen. So, das bräuchten wir dann theoretisch nicht. Und jetzt nochmal zum Test. Ah, das reicht noch nicht ganz. Der kommt noch zu früh, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, wir machen hier einfach jetzt, klatschen wir noch was dran, würde ich sagen. So, dann, ja, machen wir das so. Hauen wir hier noch so den auf voll, den machen wir so auf 2 und dann sollte das eigentlich schon reichen. Testen wir das Ganze mal. So. Ganz genau. Ja. Jetzt kommt der Plan auch hin. Jetzt müsste ich das Ganze nur noch in Survival testen, weil ich will ja nicht, dass da irgendjemand verletzt wird, wenn man da runterfährt. Also wenn ich unten ankomme und bin tot, dann weiß ich, aha, ich muss da noch was basteln. Ja, nö, der Lift ist perfekt, man bekommt keinen Schaden, man kommt sauber runter. Genau das, was ich geplant habe. So, jetzt können wir wieder auf Creative schalten. Ja, super. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe zumindest jetzt ein neues System. Den werde ich auch bei dem Lift, der vom Kino nach oben führt, dort werde ich den verbauen. Denke ich zumindest, dass ich das so machen werde. Hier oben, das feile ich noch aus, dass es so ein bisschen mehr dahinter noch ist und nicht so breit wird. Weil nach hinten kann ich durchaus gehen, nur nicht in die Breite. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Nachbauen, Tüfteln, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal und tschüss! We'll be right back.